Moin meine Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Assassin's Creed Origins. So, ja, es geht direkt weiter, würde ich sagen. Wir sind zuletzt in Das der ist Höhle nicht gewesen, lustig. wo wir an unseren Sohn gedacht haben. Ja, wir haben oben den Wasserfluss befreit von den Banditen. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier Antworte mir, gleich in Chancira. der Höhle erwartet. Aber bevor wir das Ganze machen, gehen wir einmal kurz in den Shop rein. Dann auf Eigentum. Das sind nämlich die Sachen, die wir nämlich freigeschaltet haben. Und dann werden wir uns die mal eben holen. Würde ich sagen. Verderbte Seele. Gesundheit für Crit-Treffer. Ja. Qualität 18. Gehen die jetzt mit dem Level jetzt mit? Oder wie läuft das jetzt? Würde mich mal interessieren. Ja, mal kritische Trefferchance, Adrenalinregeneration, kritische Trefferwirkung und Adrenalin bei Treffer. Komm, wir holen uns einfach den hier. Nahkampfwiderstand und Fernkampfwiderstand. Feuerwiderstand. So, dann nehmen wir uns den noch mit. Ist ja egal. Ne? So, dann einmal ins Inventar reingejumpt. Können wir ruhig wieder mit dem Controller arbeiten. So, das Ganze ist erst ab Stufe 10. Kann ich den nutzen? Okay, das ist aber gut zu wissen. Dann holen wir uns die anderen nämlich auch direkt. Dann sind die nämlich doch levelabhängig. So, Eigentum. Holen wir uns die mal eben ab. Wunderbar. So, Ausrüstung. Dann schauen wir einmal kurz rein. Also, wir hatten den Bogen hier. Ja, der ist neu. Das sind die Kriegsbögen. Wo ist denn hier der Unterschied? Präzision, Adrenalin beim Töten. Lass dich nicht von den kunstvollen Verzierungen täuschen. Dieser Bogen ist eine tödliche Waffe. Nice. Dann setzen wir den doch direkt mal drauf. Ja, warum auch nicht? So, was haben wir denn noch? Reiter haben wir natürlich nichts. Monturen haben wir natürlich auch nichts. Ist natürlich alles nur optisch. Montur, glaube ich. Erhöht die maximale Pfeilmenge. Benötigt Material an Holz. Okay. Erhöht den Fernkampfschaden. Ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Kommen zum Freischalten bei der Hauptquest weiter voran. Okay, da sind wir ja gerade bei. Was haben wir hier? Erhöht den Nahkampfschaden. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Erhöht die Gesundheit. Ja. Und da müssen wir halt weiter vorankommen. So, was haben wir hier? Schilder. Ja, es ist alles schlechter als das, was wir hier haben. Naja, gut. Aber wir haben halt Punkte dafür ausgegeben. Hätte man sich eigentlich auch sparen können. Die Prüfung. Macht 49 Schaden die Sekunde. Wir machen mit dem hier 54 Schaden die Sekunde. Ja, lassen wir das Ganze so drin. Das Und ist nicht machen lustig. weiter. Fenuku, es ist gefährlich. Geh nach Hause. Bayek, du bist zurück. Wo ist Chensira? Er wollte sich die Schädel in der Hyänenhöhle ansehen. Aber die Hyänen kamen zurück. Ich bin hier entlang gerannt. Und Chensira zur Gruft. Ein Glück, dass sie dich nicht verfolgt haben. Geh ins Dorf zurück. Ich finde deinen Bruder. Was? Muss ich es meinen Eltern sagen? Chensira hat dir das eingebrockt. Also muss er mit ihnen reden. Geh jetzt. Okay. Cynthia versteckt sich im Berg der Toten in Siva. Jetzt
Jetzt fangen so langsam die Höhlengeschichten an. Finde ich gut. Dann lass uns mal reingehen. In die gute Stube. Gehen wir mal ein bisschen schneller hier lang. Was haben wir denn hier? Akrait, ja, bröckelnde Mauer. Einige marode Wände können durchbrochen werden. Die zum Beispiel wahrscheinlich. So, wunderbar. Jetzt machen wir mal, jetzt gehen wir mal ein bisschen Hackengas. Chancellor, bleib da. Ich komme dich holen. Wieso willst du ihn denn holen? Er kann doch da durch. Warum bist du denn jetzt so? Und vor allem, wie kommen wir da rein? Hehehe. Jetzt wird das nämlich alles ein bisschen aufgedeckt hier. Das sollten wir mal öfters nutzen. So, wie kommen wir jetzt da rein? Erst einmal gehe ich nochmal kurz zurück. Hier sind da bestimmt auch noch ein paar Sachen versteckt. So. Schade, dass das beides auf einer Taste ist. Erstmal looten. Alles looten. Alles mitnehmen hier. Interagieren. So. Alles klar. Haben wir hier noch so eine bröckelnde Wand irgendwo? Bevor wir da reindüsen? Was ist denn hier mit? Da kommen wir, glaube ich, nicht durch, oder? Nein. Sieht man eigentlich auch schon. Soweit. So. Dann wollen wir mal schauen. Können wir das hier anmachen? Ah, gucke mal. Na also. Bringt doch wieder ein bisschen Licht. Bringt doch wieder ein bisschen Licht ins Dunkel, oder? So, wie kommen wir jetzt da hin? Erstmal machen wir alles kaputt hier. Missionsziel vor Ort. Finde die antike Tafel. Ja, die wird ja wahrscheinlich da vorne sein. So. Kriegen wir das Ganze denn auf jetzt hier? Ja, Junge. Ich lass dich jetzt verrotten. Tut mir leid. Haust du rein, ne? Essen und Trinken ist aus. So, ich muss mal hier die Maus nehmen. Das ist ein bisschen einfacher, hier sich umzuschauen. Missionsziele vor Ort. Ja, finde die antike Tafel. Okay, das haben wir soweit. Ach, ich Blindfisch. Ja, immer dasselbe. Kommen wir da raus? Will ich zwar jetzt nicht, weil wir wollen ja unten noch rein. So, einmal hier aktiviert. Sehen wir die Fackel dann auch wegsteckt. Das finde ich ein bisschen blöd. Wie ist der hier durchgekommen? Ich kann dir sagen, wo der durchgekommen ist. Der ist da unten lang gegangen. Der ist einfach dazwischen durch. Das schieben wir gleich weg. Erstmal hier alles mitnehmen. Ja, sonst hat man nachher wieder Defizite. Da fehlt dann irgendwie wieder was. Und deswegen. So. Was ist das denn so am Wackeln hier? Weiß man nicht, ne? So. Dann schiebt man runter das Ding. Ach, das geht gar nicht. Okay. Aber wir können das da bestimmt hier kaputt machen. Genau. Dann können wir das nämlich zur Seite schieben. Und
Wunderbar. So, das können wir auch noch hier rausziehen. Dann einmal zur Seite. So, und schon ist der Schuppen schon wieder aufgeräumt und sieht gut aus. Ein Kriegsbogen. Nice. Den setzen wir dort direkt mal ein. Ja. Das müsste der gewesen sein, ja? Richtig, genau. 177 Schaden die Sekunde. Nice. Das ist gut. So, alles ein bisschen mitnehmen hier. Ich kann diesen großen Krug nicht zerstören. Ich bin nicht stark genug. Na gut, gehen wir hier rein. Einmal kurz hier aktualisiert. Da hinten haben wir auch zum Beispiel noch was. Hier liegt nichts mehr, dann kommen wir hier runter. Chenzira, geht es dir gut? Nicht zu glauben, dass du zurück bist. Was macht der denn da? Du solltest hier nicht sein. Ich versteck mich vor den Hyänen. Fenuku hat mir davon erzählt. Reicht es nicht, dich in Gefahr zu bringen? Musst du auch deinen kleinen Bruder mit hineinziehen? Aber es ist, seit Remo fort ist. Also schön. Ich verstehe. Ich hol dich hier raus. Ayek, sieh nur. Was ist das? Das würde ich selbst gern wissen. Dies muss sehr alt sein. Ist eine Tafel. Eines Tages werde ich lesen können, was da steht. Wie bist du reingekommen? Da lang. Aber da sind die Hyänen. Ayek, ich will dir was sagen. Naja. Was ist denn, Chenzira? Das mit Remo ist meine Schuld. Sie haben gefragt, wo du bist, und ich dachte nicht, dass es jemandem schadet, wenn ich das ihnen sage. Chenzira, keine Sorge. Du konntest nicht wissen, was sie tun würden. Jeder andere hätte genau das Gleiche getan. Naja. Naja. Jaja heißt, ne? Wisst ihr ja, ne? So, ab ins Bett. So, ziehen wir den Schild mal an hier. Phalanx-Schild. Der verbessert uns auch nochmal ein bisschen. Wer weiß, was da gleich draußen an Hyänen auf uns zukommt. Aber erstmal will ich wissen, was das für eine Tafel ist. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Wie, mehr nicht? Na gut. Fähigkeitspunkt. Den holen wir uns direkt. So, da würde ich sagen, was haben wir denn? Du kannst eine 2 Nahkampfwaffen. Achso, ne, andersrum. Du kannst 2 Nahkampfwaffen ausrüsten. Drücke blüpp, um zwischen den ausgewählten. Da bin ich auf die Taste gekommen. Um zwischen den ausgerüsteten Nahkampfwaffen umzuschalten. Ja, das interessiert mich jetzt gerade nicht so. Nicht so sehr. Schweren Angriff kann man aufladen. Ein voll aufgeladener schwerer Angriff zerbricht Turmschilde und wirft Gegner zu Boden. Aha. Du kannst einen Angriff ausführen, während du in der Luft bist. Das hat man ja. Tja, was nehmen wir denn? Das oder das? Ich würde sagen, wir nehmen das erstmal. Wir haben ja noch 2 Fähigkeitspunkte, sehe ich gerade. Ja, dann können wir doch auch noch... Wenn wir das jetzt freischalten hier. Na komm, dann schalten wir das frei. Dann haben wir noch einen Fähigkeitspunkt. Halte nach einem leichten Angriff gedrückt, um einen Stoß-Angriff-Kombo auszuführen. Kennt man aus den anderen Teilen. Wenn du einen Gegner mit deinem Höchstleistungsangriff tötest, erhältst du Bonus-EP. Nach einem Höchstleistungsangriff kannst du eine Kombo von leichten Angriffen folgen lassen. Deine Adrenalinanzeige ist zu Beginn eines Konflikts immer zur Hälfte gefüllt. Ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Ultra-Höchstleistung, passiv. Verdoppelt den Schaden deiner Höchstleistungsfähigkeit. Ja, das klingt doch gut. Das nehmen wir mit rein. Da können wir auch weitermachen. Dann
versuchen wir mal hier anständig wieder rauszukommen. Bleib in der Nähe. Genau, bleib hinter mir. Du Bengel. Oh. Ja, ich will. Ich will. Zwei Lire. Jene! Schenzira, verstecken! Sie sind noch hier! Jetzt steck doch mal die Waffe weg! Also. Hilf mir! Sei doch ruhig, die sind alle auf mich. Was ist denn mit dir? Immer dieses Rumgeschreie von dir. Wenn ich das deiner Mama erzähle. Oh. Ist er denn? Das auch noch? Na, dann komm her. Oh, halt. Rechter und links beides gedrückt halten. Okay. Ah, es ist sicher. Geh besser nach Hause. Darf ich dich was fragen? Nein, geh bitte. Nur zu. Könnte ich auch ein Magi wie du werden? Naja, du kannst damit anfangen, auf deinen Bruder aufzupassen, statt ihn in Gefahr zu bringen. Versprochen! Wir haben jetzt ab nach Hause. Eieiei. Immer diese Kinder. So, gut. Dann haben wir die Quest auch fertig. Was haben wir denn doch Schönes hier in der Nähe? Grabmal am Berg der Toten, 1-1. Finde die antike Tafel, haben wir gemacht. Haben wir ein bisschen rausgezoomt. Können wir bestimmt auch über Quests gucken. Das falsche Orakel. Genau. Nehmen wir die am besten. 500 Meter. Jacqueline! Wo bist du? Darf ich nicht. Okay. Na gut. Okay, wir müssen da ein. Ich darf die Jacqueline nicht rufen. Warum darf ich die Jacqueline denn jetzt nicht rufen? Meine Jacqueline. Jetzt darf ich. Da ist ja meine Süße. Ja. Hm. Na komm. Komm, nicht so schnell, sonst musst du wieder kotzen. Ganz in Ruhe. Oh. Nicht hau. Gib Gas. Hopp, hopp. So, einmal hier über die Straße geritten. Kommen wir, glaube ich, besser weg. Als immer so querfällt ein. Ah, Jacqueline ist jetzt heute nicht so gut drauf, wie ihr merkt. Die gibt nicht so... Gibt nicht alles, ne? Naja, aber... Soll sie ganz in Ruhe machen. Ja, Jacqueline. Fein machst du das. Wie, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los hier? Was passiert denn da? Ich will mitmachen. Oh, oder auch nicht. Da tue ich mir doch nicht an. Wir kümmern uns direkt um die Quest, damit wir ein bisschen vorankommen. Das können wir immer noch machen. Aus dem Weg. Bürger von Siva, seht, was aus jenen wird, die Medunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen. Medunamun. Also leistet seinen großherzigen Befehlen Folge. Ich glaube, den Typen muss ich auch gleich mal runterholen. Von dem ganzen Trip. So, wo haben wir den denn? Arbeitet, alles klar. Ich komme. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Oh. Ich hab Lust, mich zu kloppen. Was wolltest du sagen? Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich.
Kriegen wir noch einen? Ah, schade. Wie Foto machen. Was machst du denn hier? Reißt Seraphis! Ich lebe! Erstmal die Kombo aufbauen. Bäm. So, was habt ihr denn Schönes hier da gehabt? Wie mehr nicht? Da ist aber noch einer. Aufpassen. Hier stimmt was nicht. Ja? Was? Hat dich! Hey, du Sau! Unsere Anzeige ist auch voll. Mal vielleicht mal eher nutzen sollen. Oh. Ich schlitze ich auf. Weißt du was? Reiß dir die Eingeweide raus. Glück gehabt. Jetzt gibt's Ärger. Schau. Oh. Hey, was? Da ist noch einer. Aber erstmal plündern wir hier noch ein bisschen. Komm, wo bist du, Kollege? Ja, ich bin's. Priester. Dein Vater. Würde ich euch die Schädel einschlagen? Hm? Hallo. Naja. So nach Ausschaltung sah das jetzt aber nicht aus. Wenn da jemand ist, dann lass mich raus und kämpfe. Komm her hier. Geht es euch gut? Hier sind noch vier andere Priester. Was kommt denn da? Versteckt euch, bis ihr aus dem Tempel schleichen könnt. Gefangene im Tempel. Oh. Auch nicht schlecht. Ich habe ihn nicht gesehen, er hat mich nicht gesehen. Hm, läuft. Ich wollte gerade sagen, steht er wieder auf? Bleib bloß liegen, Kollege. Hältst dich für was Besonderes, hä? Nein. Du hättest nicht herkommen sollen. Na, dann komm her. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Bam. Hey. Du, Mike? Bist du das? Hol mich heraus. Hey. Boah. Glück gehabt. Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Hallo. Er hat uns natürlich nicht gesehen im Gras, ist ja klar. Ne? Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Gar nichts. Komm, hau ab. Amun sei Dank, dass du hier warst, Bayek. Rette dich. Versteckt euch hier. Geht erst, wenn ihr sicher seid, dass niemand in der Nähe ist. Er ist tot, mein Herr. Findet mehr, Priester. Was? Bleibt hinter mir, Neb! Na komm schon. Wo wollt ihr denn hin? Feiglinge. Die sind buggy. Naja, gut. Sehr schön. Ja, ja, cool. Ich will doch noch spielen. Zack. Die Götter werden dir nichts vergeben. Oh, der sticht zweimal zu, okay. Kein Problem. Wer bist du? Hey, da bist du ja. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Stirb gefälligst. Hör mal, Kollege. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das so. Du machst mich gerade sauer. Katze ab! Ich wollte ja mit Sandpfoten dran, aber gut, wenn das so nicht funktioniert, dann machen wir das Ganze so. Stirb, du Wurm! Stirb. Die Götter werden dir nicht vergeben. Daneben. Da bist du ja. So, nächste. So langsam. Dies ist ein heiliger Ort. Das ist mir egal, was das für ein Ort ist hier. Ich wollte eigentlich nur dazu der Quest. Und da düsen wir jetzt auch hin.
versuchen wir es mal von hier aus. Da bist du ja! Besuch. Merkt ihr das? Kein schwerer Schuss. Die sind irgendwie sind die noch ja noch nicht ganz ausgereift, die Einheiten. Na gut, dann gehen wir hier lang. Okay. Komm, steck die Waffe weg. Ja, jetzt gibt's Ärger, Kollege. Na gut, hätten wir ausweichen sollen. Ist egal. Na komm schon. Okay, dann kriegst du den. Kein Problem, wenn du haben möchtest. Dann machen wir eine ganze Sache. Oh, da ist noch einer. Zack. Wunderbar. Tod bestätigen. Machen wir. Oh, diese Ansichten haben wir auch wieder. Du bist zurückgekehrt. Um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz vor Einführung der Herrschaft der Starken und Tugendhaft. Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Beste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Remo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Ist gut. Kommt, kommt. Was jagen wir denn? Oh, jetzt haben wir die Rollen gewechselt. Ich brauche den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder Bayek? Du bist der Magi. Wenn ich Magi bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Magi. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. Ich will, dass meine Füße... Da vorne ist es. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Wie sieht das aus? Groß, mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's wie ich. Da ist es. So, wir kommen. Zu mir! Wieso rufst du Senno? Shenzira sagte, ich soll ihre Federn stehlen, damit die Wiegezeremonie mich in die Gefilde der Binsen bringt. Anubis wiegt dein Herz mit einer Feder auf. Diese Wiegezeremonie kannst du nicht beeinflussen. Sie ist heilig. Das ist mein Lieblingsteil.
Bleib unten. Sie werden uns sehen, wenn wir es nicht machen wie Amun, der Gott des Schattens. Treffer! Tat Ihnen das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Holen wir uns den Pelz. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Senus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Nein. Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so, auch ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siva. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche, tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Das sage ich dir, wenn wir dort sind. So, nach 20 Meter. Da sind wir. Geschafft. Welches Wort hat dein Vater gesagt? Lerne schwimmen. Tschüss. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Ah! Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helf mir. Du dreckiger kleiner Scheißer. Ich sag dir, halt's Maul. Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Magi Bayek! Los, geh. Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Los! Magi Bayek! Ja, ich bin der Magi hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Ach, er schon wieder. Der kann aber seine Klappe auch nicht halten, der Kleine. Komm! Bin da. Was ist los? Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Boah. Was ist denn hier los? Ja, das sollte wohl so sein, ne? Halleluja. Ich will doch nur spielen. Das geht doch nicht. Ein Ton und du bist tot. Ton. Wo wart ihr so lange? Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Was erwartet uns? Ist auf jeden Fall gut was los gewesen. Bayek!
Schweig! Oh, ihr werdet alle so leiden, wenn ich mit euch fertig bin. Mitkommen! Naja, bleib cool. Da gibt noch früh genug Ärger, mein Freund. Vorwärts! Vier zwielichtige Gestalten. Lasst niemanden hier rein. Remo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Hartet meinen Sohn darauf! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Der Junge ist verängstigt. Ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe. Bitte haltet meinen Sohn daraus. Meine Herren, der Pharao wurde alarmiert. Er besteht darauf, nachzukommen. Beeilung. Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Papo! Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein! Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo, Remo! Nein, komm! Sei abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann halt. Wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Er will nur Zeit gewinnen. Ja. Was soll das? Das ist doch Wahnsinn! Gib's ihm. Er hat's verdient. Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Ja! Nein. Oh, nein! Nein! Remo! Ach du Scheiße. Halt's Maul! Ach du Kacke. Ah, und so setze ich das ganze Puzzle zusammen. Ich verstehe. Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen! Der Fürst Eduard erwartet dich! Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja?
Oh, ein Bier. Sehr gut. Das ist ein Kumpel. So, der Ibis, das war's mit dir. Das falsche Orakel. Aha. Hat auf jeden Fall gut EP gegeben. Ein Fähigkeitspunkt, Schaden und Gesundheit wurde verbessert. Möge Amun an deiner Seite sein. Neue Quest. Quest. Hm, schön. Gut, Freunde. Das war's dann auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt ein bisschen was mitgenommen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hinterlasst gerne einen Kommentar und ein Like nach oben, wenn es euch gefallen hat. Haut rein.